Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Let's Play Dark Souls 2, Crown of the Old. Ne, Crown of the Ivory King, nicht Old. Ist hier niemand Old. Ich muss doch erstmal gerade gucken, ne, wo wir sind, wo wir hinwollen. Tschüssi. Wow, du kommst mit. Nicht mit gerechnet, ehrlich gesagt. Und womit ich, was ich gerade noch so ein bisschen vergessen habe. Ich habe keinen Ring an. Bitte sag mir, dass ich wenigstens noch einen übrig habe. Nein, ich habe keinen mehr übrig. Das ist ein bisschen schlecht. Da müsste ich mich jetzt eigentlich wieder zurückbegeben. Ich will mich ja gerne hier nochmal umgucken. Naja, gut, wir probieren es einfach mal, ne? Ich meine, wenn wir sterben sollten, ist ja der Weg, wenn ich nicht weiß. Es tut mir leid, dass ich gerade nicht so viel, nicht so gesprächig bin, ehrlich gesagt. Ich bin nämlich gerade eben quasi aus der Uni heimgekommen. Und, theoretische Informatik macht mich immer so leicht wirr im Kopf. Und auch ein wenig schläfrig. Denn meine gesamte Konzentration geht da quasi für drauf. So ein bisschen jedenfalls, ne? Und dann, ist man danach eben nicht ganz so ansprechbar. Aber ich muss eben aufnehmen, weil ich es sonst nicht schaffe, die Episoden rechtzeitig für euch verfügbar zu machen. Das gibt's nicht. Ich hab doch gerade... Hab jetzt nicht getroffen? Hallo? Bin ich blöd? Komm, treff. Das gibt's doch nicht. So. Geh nicht zu nah an den Bösen ran. Das ist nett. Ich wollte mich nämlich da oben nochmal ein bisschen umgucken. Ich glaube aber an dem Koloss komme ich nicht vorbei. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Okay, da geht's weiter. Ich glaube, wir machen wieder mal die Höhlentaktik. Die hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert. Das hat die KI so ein bisschen abgefuckt. Das macht ihm aber auch nicht so viel Schaden, ne? Gibt da keinen Fick drauf. Na? Das Schwierige an den Viechern ist eigentlich, dass man aufpassen muss, wo die sterben. So, kommst du wieder rein? Nee, will er nicht. Ich könnte mal, was ich mal probieren könnte, ich gehe nochmal ein Stückchen weiter zurück. Ja, ich versuche ihn jetzt mal so ein bisschen im Auge zu behalten. Ich habe nämlich noch Hexing Urns. Ich habe noch Lightning Urns. Und ich habe noch Witching Urns. Jetzt probieren wir mal, gucken wir mal, was davon besser funktioniert. Das macht 60 Damage, ist jetzt nicht unbedingt viel. Wow! Seit wann kann er das denn? Das macht 18 Damage, das ist noch weniger. Was so viel bedeutet, wie die haben eine hohe Resistenz, leider, gegen meine Lightning Damage. Das ist natürlich ein bisschen blöd für Faith Builds, ne, wie meins. Das hat gerade ganz gut Damage gemacht. Die sind wohl sehr empfindlich gegen Dark Damage. Na gut, meine Hexing Urns sind aber auch gleich vorbei. Uiuiui. Kommt gleich noch einer hinterher, ich seh's doch. Na, wenigstens 36 Damage, ne? Das ist ja
Immerhin etwas. Aber leider nicht genug. Die haben eine hohe Lightning und Spell Defense. Ich glaube, gegen Darks ist es jetzt, Dark ist es jetzt nicht so hoch. Und da sollte ich mir für. Jetzt wäre ich doch fast drauf eingefallen. Und tot. So, da oben haben wir jetzt noch einen. Glaube ich. Ja. Müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir den auslaufen, so ein bisschen, dass wir an die Tür rankommen. Oder war ich da schon drin? Wow! Den habe ich vergessen. Den habe ich vergessen. Nee, Kollege. Das machen wir nicht. Ich habe keinen Bock, dass der wieder irgendwie dicht an so einem von diesen Kolossen stirbt. Ne? Und da weicht auch aus, der Penner. Komm ran. Jetzt verpisst er sich auch noch. So. Kollege, du stirbst bitte hier oben. Super. Ich habe nämlich ehrlich gesagt keine Lust, noch gegen mehr von den Viechern zu kämpfen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich da schon drin gewesen bin jetzt in dem Bäumchen. Das kommt mir aber nicht so vor. Ein Aufzug. Ich glaube nicht, dass der hier reinkommt, von daher. Haha. Ne? So geht das, Bitches. Ich hätte vielleicht den anderen auch nicht töten müssen. Ich hätte vielleicht auch einfach vorbeirennen können, aber. Ja. Man muss ja auch mal ein bisschen. Ich habe ja keinen Ring, ne? Von daher muss man diese schwierigen Sachen nehmen. Oh nein. Hier bin ich. Okay. Mit drei von diesen Blizzard-Viechern. Okay, hier geht's hoch. Noch ein Blizzard-Viech. Ich spiele gerade auch echt wieder ein bisschen dämlich, ne? So. Mal ein bisschen backstabben, ne? Wie wir das gewohnt sind von den Viechern. Plumps. Da oben ist auf jeden Fall noch irgendwas. Krass, wie weit es hier noch geht. Nee, Kinders. Nee. Kommen wir da irgendwie dran? Kriege ich die irgendwie so, dass ich nur einen kriege? Nee. Die Viecher sind echt böse. Gut. Das sieht aber auch unheimlich schön aus hier, oder? Wenn man jetzt wo man so über die Stadt mal gucken kann, das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Anolondo im Schnee. Krieg ich den reingepult? So. Müssen wir nochmal schauen. Der ist alleine. Oh, der kommt schon. Ja, ich muss mal ein bisschen aufpassen hier. So, hauen wir ihn mal in die Fräse. So. Nicht noch mehr hauen, mein Freund. Irgendwo ist Schicht. Old Radiant Life Gem. Noch mehr von diesen Drecksviechern. Und einer von denen. Das ist nicht gut. Hoffentlich ist das der einzige jetzt. Das war doch ein Backstep, Leute, oder? So, das war wenigstens einer. Okay, habe ich die schon mal gesehen? Die sehen halt aus wie diese
Blizzard-Viecher, ne, aber... So, das waren jetzt schwierigeren Items zu holen, ne? Hier scheint kein Gegner mehr zu sein. Okay, was haben wir hier? Ah, du bist einer von den Menschen, die mir helfen möchten. Scheint zumindest so. Ja, ist nicht anvisierbar, also ist es kein Gegner. Super! A Knight of Illumlois seeks the Chaos. Das ist recht schön. Kann ich hiermit irgendwas machen? Nee, das sah irgendwie gerade so ein... Das sah gerade so ein bisschen danach aus, als könnte man da irgendwie, ne? Nee, okay, hier ist nichts mehr. Das mit dem Schneeball, es wäre natürlich geil gewesen, wenn man mit dem Schneeball hätte da was machen können, ne? Dass man eben die Viecher da unten wegräumt oder so ein Scheiß. Irgendwo war hier nur noch ein Item, das ich nicht mitgenommen habe, oder? Ich dachte, ich hätte hier noch irgendwas liegen lassen. Weil ich mich erst um diese Drecksviecher kümmern wollte. Habe ich anscheinend nicht. Gut, dann wohl nicht. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da unten die einzeln pullen können. Können wir nicht. Abmarsch, Abmarsch. Ach, Kack. Lauf. Drei von den Viechern auf einmal ist aber echt ein bisschen hart. Sind die wenigstens vergiftbar? Ne, sind nicht mehr vergiftbar, oder? Also eigentlich müsste er jetzt schon längst vergiftet sein, wenn er vergiftbar wäre. Okay, da haben wir schon mal einen getrennt von den anderen. So, jetzt haben wir nur noch zwei von den Viechern. Kommt der jetzt alleine? Der kommt, glaube ich, solo. Scheint zumindest so, als käme er solo. Aber er will wohl immer noch kämpfen. Oder die KI ist wieder mal zu dumm. Also nichts gegen dumme KI, ne? So. Einer noch, ne? Dann sind wir hier fertig. Kann ich da unten die Items noch mitnehmen? Hoffentlich beweist sich der jetzt nicht hier als besonders hartnäckig. Das war ein bisschen... Das war ein bisschen sehr dämlich. So, wenigstens wieder ein bisschen geheilt hier. Fuck, ich dachte, ich könnte ihn jetzt staggern mit dem nächsten Blow. Nicht funktioniert. Wenigstens kann ich mich zwischen heilen. Also ich stelle mich gerade echt gegen den hier ein bisschen sehr doof an. Aber es funktioniert doch, ne? Und solange es funktioniert, ist alles in Ordnung. So, da vorne können wir jetzt Items mitnehmen. Ich finde es aber schön, wie sie den Level hier so... Also das Level-Design hier finde ich sehr schön. Das Design von dem Surroundings hier, ne? Also die Stadt da unten meine ich jetzt zum Beispiel. Azel's Staff, Radiant Life Gem und Cracked Eye Orb. Von daher können wir jetzt zum Bonfire zurückgehen. Zack. Und erstmal nach Majula, ne? Und die Ringe reparieren. Boah, ja, da haben wir doch schon mal einen von den Typen gefunden. Mal gucken, wie viel es davon noch gibt. Also ich schätze ja mal, dass da noch irgendwie
zumindest einer noch irgendwann im Level rumkrebst, ne? Gibt ja auch noch vieles, wo wir noch nicht gewesen sind jetzt. Und ja, da würde ich natürlich auch gerne nochmal hingehen. Ich bin echt, also ich bin von dem DLC bis jetzt echt am meisten angetan, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat mich bis jetzt so am meisten geflasht. I'll be around. Ja. Be around. Kein Problem. Komm. Ey. Schwätz mit mir. Ja. So, wir brauchten 18 Decks, ne? Genau, 15 hoch. 3 Level noch, dann können wir das Pursuer Great Sword benutzen. Ich, wie gesagt, ich probiere das. Ups. Wollte ich doch gar nicht. Ich möchte das echt unheimlich gerne mal ausprobieren. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Beim dritten Bonfire geht es definitiv noch irgendwo weiter. Ich meine aber. Na gut, wir gehen erstmal zum dritten Bonfire. Gehen erstmal zum dritten Bonfire und räumen erstmal hier auf. Gibt ja noch genügend Truhen eigentlich. Das ist hier eigentlich diesen Vorsprung auch recht schön. Oh, du hast was gedroppt. Was droppst du denn? Eine Retainer Rope. Ist hier draußen vielleicht noch irgendwo was? Warte, ich gucke, ich gehe nochmal ein Stückchen hier zurück. Da hatte ich doch dieses Dings geholt, ne? Da war doch dieses Auge, meine ich. Gibt's jetzt hier noch irgendwas Neues? Also hier ist auf jeden Fall eine Tür, da komme ich von der Seite nicht durch. Glaube ich. Aber sonst. Hier geht es ein bisschen sehr tief runter. Oder kann ich die jetzt aufmachen? Nee, die ging ja. Nee, stimmt, die war nicht verschlossen. Die ging einfach nur nicht von dieser Seite auf. Ich müsste mal. Ich gehe nochmal ein Stückchen in diese Richtung. Mal gucken. Was hier noch so ist. Und dann muss ich mich halt nicht von der anderen Seite aus durchkämpfen. Das macht die Sache für mich etwas angenehmer. Ich muss mich von der anderen Seite aus durchkämpfen. Ja. So ist es, ne? Kann man nichts machen. Das war jetzt irgendwie knapp. Gut. Ist jetzt die Frage. Wir gehen erstmal, glaube ich, den normalen Weg jetzt weiter, den ich angefangen hatte. Aber ihr seht, da hinten sind wir gewesen, ne? Und ach, das sieht so schön aus hier. Ist quasi so ein. Also wenn hier nicht so die seelenlosen Viecher rumrennen würden. Was wollt ihr denn von mir? Hidden Path ahead. Nee, nicht wirklich. Vielleicht hier. Nö. Ich hasse es immer diese Leute, die da hier irgendwelche falschen Infos posten. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, also ohne diese ganzen seelenlosen, verrückten, bekloppten Viecher hier, ne? Und dem Kind von Manus, wäre das hier schon ein recht schöner Urlaubsort. Die kommen aber leider nicht rum, ne, die Viecher. Also könnte es unter Umständen passieren, dass ich einen von den Golems bekämpfen muss. Was natürlich nicht so schön wäre. So. Geh von dem Golem weg, ey. Komm schon, geh von dem scheiß Golem weg. Und sie geht nicht von dem Golem weg. Geht er jetzt direkt aggro auf mich los? Er geht direkt aggro auf mich los. Ist das seine Grenze da? Der Golem kommt mit. Das ist nicht so gut. Ja, mit Schießen, ne? Haben wir ja schon gemerkt.
Ist jetzt nicht so sinnvoll. 32 Damage. Ich habe aber auch sonst nichts mehr, ne? Ich könnte nochmal andere Pfeile an dem Viech ausprobieren, aber dann müsste ich jetzt mal schauen, dass der da irgendwo in der Nähe bleibt. Beziehungsweise mich nicht gleich wegnatzt. Ich habe Dark Arrows, ne? Da die ja gegen Dark recht wenig Resistenz haben. Macht zumindest ein bisschen mehr Schaden. Aber 75 ist doppelt so viel ungefähr. Dann sollte ich vielleicht mal. Vielleicht soll ich beim nächsten Mal nicht nur. Fuck. Soll ich beim nächsten Mal nicht nur die Pfeile mitnehmen, ne, die Lightning Damage machen, sondern sollte vielleicht auch ein bisschen Dark Damage Pfeile mitnehmen. Das ist, glaube ich, ganz praktisch, wenn man so eine etwas größere Auswahl an Damage-Quellen hat. So, jetzt ist er eigentlich fast tot. Mal gucken. So. Zumindest einen von den beiden haben wir jetzt weg. So, das Viech müsste jetzt auch sterben. Schieb dich nicht rüber zu dem anderen Golem, du Bratze. Ich glaube, den anderen, den töten wir nicht. Ich glaube, wir können die beiden Chaoten da einfach holen. So, der ist schon mal vergiftet. Der bleibt ja jetzt da hinten, denke ich mal, stehen. Das müsste eigentlich weit genug weg sein von dem Golem. Aber das sehen wir jetzt. Das sehen wir jetzt eigentlich gleich, ne? Der war weit genug weg von dem Golem. Und sein Kollege rennt von sich aus von dem Golem weg. So, das ist ja sein. Den hatte ich vergessen. Den hatte ich ganz ehrlich vergessen. So. Ist aber auch weit genug vom Golem weg gewesen. Ich sollte vielleicht gegenschlagen. Nein, 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 nein! Warum sag ich's noch? Warum sag ich's noch? Oh Gott. Gott, ist das peinlich. Warum sag ich noch, ich sollte vielleicht gegenschlagen? Oh Gott, ey. Oh mein Gott. Ach, fuck, ey. Das ist, wenn man unvorsichtig wird, ne, Leute? Aber ich glaube, Dark Arrows, die müsste es eigentlich bei Villager geben. Da gucken wir jetzt erstmal nach. Villager ist hier. Und dann holen wir erstmal Dark Arrows, ne? Dann stocken wir erstmal jetzt alles an Dark Arrows auf. Für diese dämlichen Viecher. Weil dann haben wir eine sehr, sehr gute Damage-Quelle. Und ich sollte nochmal den Ring wechseln. So. Dranglake Castle finde ich immer noch super. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist eine meiner Lieblingsmaps. Wobei die schlimmste für mich der eben der Shrine of Amana ist. Ne, muss man einfach sagen, Shrine of Amana finde ich immer noch unendlich scheiße. Auch wenn man damit eben so einen Bogen und den Lightning Arrows ganz gut durchkommt. So. Erstmal heilen, wir wollen ja jetzt nicht so einen anderen Ring verschwenden, das wäre ein bisschen schade. Okay, ich wollte jetzt mal ein bisschen probieren zu parryen. Wir haben ja genug Estus, von daher probieren wir es mal ein bisschen. Es hat funktioniert. Aber das Repost hat nicht funktioniert. Aber wenigstens etwas, ich konnte ihn parryen. Ja?
Da bin ich jetzt schon so ein bisschen stolz drauf. Ganz ehrlich. Ja, Villager. Du hast keine Dark Arrows. Wer hat denn die Dark Arrows? Ich dachte, Villager hätte die Dark Arrows. Was hat er denn sonst noch so? Repair Powder. Da habe ich eigentlich genug von. Wen kenne ich denn? Wer hat denn noch Pfeile? Gute Frage. Wo könnte ich denn nochmal Dark Arrows herbekommen? Vielleicht von MacDoof? Vielleicht hat MacDoof die. Hier. MacDoofs Workshop. Der könnte die haben. Ja, aber ansonsten. Bisschen mal gucken. Dem ich nun, die spawnen immer noch. So. Ich will nicht die Fackel anzünden. Ja, Flame, dear Flame. Der hat auch keine Dark Arrows. Wer hat denn bitte Dark Arrows? Solltest du nicht eigentlich Royal Kite Shield jetzt unendlich haben, wenn ich die Dings weg habe? Wer hat denn Dark Arrows? Der Einzige, der noch Pfeile verkauft. Melincha? Melincha hat, glaube ich, keine. Vielleicht. Hey, boom. Ich klappe jetzt einfach mal die Hände ab, glaube ich. Gavlan hat auf jeden Fall keine. Meine ich. Die hat auch keine. Der hat, glaube ich, auch keine Dark Arrows. Nee, der hat keine. Irgendwas Brauchbares? Nee, auch nichts Brauchbares. Rosabeth! Rosabeth hat, glaube ich, auch keine. Oder Rosabeth. Ja. Die hat auch keine Pfeile, aber die hat die Quarzringe, ne? Für alle, die Probleme haben mit dem Dämon. Be safe. Mit dem Smelter Demon. Die können dann Flame Quarzring kaufen und Small Orange Burr. Das hilft dabei. Du hast aber, glaube ich, auch keine Pfeile, nee. Mage Road könnte die haben. Ja, das wird jetzt halt einfach eine Episode, wo ich einfach nur wild durch die Gegend renne und gucke, wer Pfeile hat. Was ist das eigentlich? Oldias Keep. Okay. Das erste Bonfire sah mir ein bisschen komisch aus. Mage Road. Mage Road war hier. Ja, müssen wir wieder an den Viechern vorbei, ne? An den Alon Knights. Aber wir haben ja schon. Wir haben ja Sir Alon schon besiegt, ne? Das lohnt sich übrigens nicht so unbedingt, hier diese Items einzusammeln. Falls ich das nicht schon mal erwähnt hätte. Mir gefällt das. Das hier gefällt mir auch recht gut, ehrlich gesagt. Die vergiftet man irgendwie auch nicht so einfach, habe ich das Gefühl. Zack. Zack, boah, die kann man ganz schön easy staggern eigentlich. Den Schlüssel habe ich gar nicht mitgenommen. So. Den Schlüssel hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen. Der, da kann man zu den Feuersalamandern, aber da will ich halt eh nicht hin, von daher war es mir egal. Komm, mein Freund, weißt du was? Du kannst auch noch direkt mal sterben. So, Mage Rolled. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der die hat. Mage. Give Petrified Egg? Nein. Ja, komm, kannst du haben. Ja, ich kann jetzt den Drachen Covenant joinen. Geil. Du hast auch keine Pfeile. Ey, wer hat denn die scheiß Dark Arrow? Hat die vielleicht Eggdane? Also langsam wird's. Ich merk's schon, ne? Langsam wird's so ein bisschen verzweifelt, wer jetzt die Dark Arrows hat. Ich meine, Eggdane könnte die haben. In der Crypt. Da müsste man aber quasi ganz von Anfang von der Crypt aus durchgehen. Eggdane, ja, Eggdane müsste eigentlich recht
am Anfang von der Crypt sein. Und gehen wir halt hier nochmal durch, ne? Wir haben ja eigentlich nicht mehr so viel Zeit. Die Episode ist gleich vorbei. Nicht? Aber, weil ich ja so ein netter Kerl bin, machen wir mal ein bisschen länger. Und, ja, komm. Stich an dir stören wir uns jetzt mal nicht. Hier sind diese Lindelt-Viecher, ne? Die Zauberer. Die man in der Regel einfach stehen lässt. Aua. Lindelt sind die, glaube ich. Lissia oder sowas sind die, glaube ich. So, die tun einem jetzt nichts mehr. Egg Day. Hallo, Egg Day. Hat der jetzt bitte... Der hat Dark Arrows, das ist ja super. Nehmen wir ja mal 200 mit. Passt. So, dann sehen wir uns in der nächsten Episode und macht's gut. Bis dann. Tschüss.